tut, wird bald gerecht. Auch wenn unsere Gegner stark sind, ich ergebe mich nicht. Sie hätten rennen sollen, als sie es noch konnten. Feinde so leiden lassen, wie ich leide. Ihr seid ein Totenbeschwörer, nicht wahr? Was führt euch hierher? Mächtige Geister suchen diese Ruinen heim. Ich war nicht stark genug, sie zu besiegen, aber ich konnte sie einsperren. Ich fürchte, der Kult, der die Region heimsucht, wird versuchen, sie für ihre lästerlichen Zwecke zu missbrauchen. Wenn ihr es wagt, könnt ihr versuchen, sie zur Ruhe zu betten. Aktiviert die Totems, um die Geister freizulassen und... seid auf einen Kampf vorbereitet. Könnt ihr ihre wütenden Stimmen hören? Es verbleiben noch immer einige von ihnen. Nur noch eins. Das Heulen der Geister lässt nach. Ihr habt ihnen Ruhe verschafft. Halt! Hört ihr das? Der Zirkel! Ich brauche mehr Zeit. Wir haben die Pläne des Zirkels vereitelt. Aber ich befürchte, sie werden noch andere, dunklere Mächte finden, derer sie sich bedienen können. Habt Dank. Und geht mit dem Segen Rathmars. Vor 20 Jahren ist mein Mentor den Mächten des Bösen gegenübergetreten und siegreich aus der Auseinandersetzung hervorgegangen. Ich werde seine Leistungen nie übertreffen können, aber ich werde versuchen, die wütenden Mächte, um diese Welt zu zerreißen, in den Zug durchzubringen. In der Nähe von Caldeum sind die Geister ruhelos. Ich muss sie besänftigen. Thank you.
macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Daran könnte ich mich gewöhnen. Die Verzauberin ist recht faszinierend, findet ihr nicht? Ich glaube nicht, dass sie euer Typ ist, Cormac. Was? Nein, ihr missversteht mich. Das meinte ich doch gar nicht. Geschmack!
verdienter Lohn. Das war nur ein Vorgeschmack. Werdet ihr nicht überleben. Mein Hass ist nicht ausreichend. Ich warte immer noch. Nicht genug Hass. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Hass, um was zu tun. Ich bin nun noch geschickter.
Ich hab nicht mal geschwitzt. Andariel war das einzige weibliche Übel. Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang, verlor aber schließlich das Vertrauen in sie. Vor 20 Jahren beschloss sie, Diablo bei seinem Wiederaufstieg zur Seite zu stehen und ergriff Besitz von der Zitadelle des verborgenen Auges. Sie wurde schließlich von tapferen Helden getötet. Den Göttern sei Dank. Diese armen Seelen. Wir haben diese Welt gerade zu einem besseren Ort gemacht. Ich bin gerettet. Macht euch um uns keine Sorgen. Akan sammelte die frommsten, ehrgeizigsten und kämpferischsten Sakarom-Gläubigen um sich. Er lehrte sie, die Macht des Lichts zu nutzen, wie es auch die neuen Paladine lernten. Doch diese Rekruten, diese Kreuzritter, gewannen einen Einblick in die Urkräfte der Zakarom, wie ihn kein Paladin je erhalten hat. Helft uns! Ihr könnt uns nicht hier zurücklassen! Keine Sorge. Ich bin hier, um euch zu befreien. Haben meine Gebete erhört. Zu welchem Zweck wurden diese Menschen gefangen gehalten? Genug Hass. Vergeltung! Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Endlich! Diese armen Seelen. Thank you.
brauche mehr Zeit. Für immer heimsuchen. Euer Schicksal ist besiegelt, Magda. Hier endet die Jagd. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Lea, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Niemand wird mehr durch Magda ins Leben kommen. Ein weiterer Triumph für die Rechtschaffenheit. Lass das Böse erzittern! Ich kehre in die Stadt zurück. Als sie ihr Leben aushauchte, behauptete Magda, dass der Dämonenfürst Belial über unsere Welt herrschen würde. Lieber sterbe ich, bevor ich solch ein düsteres Schicksal Wahrheit werden lasse. Ich habe gehört, ihr seid aus Tristram hierher gekommen. Meine Familie kommt von dort. Diese Gegend ist wirklich vom Pech verfolgt, nicht?
Ich muss zurückkehren. Bevor ich sie getötet habe, hat mir Magda gesagt, dass die kaiserliche Wache Lea gefangen genommen hat. Ich habe diese Wachen beim Außenposten von Kasim gesehen. Sie sind die Schlangendämonen von Belial, als Menschen getarnt. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser, den Klauen der kaiserlichen Wache, zu entreißen. Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe, ist vielleicht bereit, uns zu helfen. Ich werde mit ihr sprechen. Ich brauche mehr Gold.